Was ist ein Short Sale oder ein Leerverkauf? Bei einem Leerverkauf profitiert man davon, dass eine Aktie fällt oder eine Katastrophe passiert, wie wir das hier unten sehen. Das kann man einerseits über Derivate machen, das würde ich aber nicht machen, da es oft nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Plus, wenn der Emittent, also der Herausgeber, dieses Derivat kaputt geht, verdient man trotzdem nichts. Short Sale kann man bei Profi-Brokern machen, wie zum Beispiel Interactive Brokers. Und dann leiht man sich eine Aktie von einem anderen Investor, muss dafür aber eine Leihgebühr zahlen. Bei großen Aktien ist das zum Beispiel 0,3-0,4%. Bei kleinen Aktien können es aber auch mal 10% sein. Und der Broker kriegt davon ein bisschen was ab. Und auch der Investor, der die Aktie hält, deswegen verleiht er sie auch, weil er ja von seiner Position überzeugt ist und so einen zusätzlichen Gewinn erzielen kann, indem er diese Leihgebühren einstreicht. Und wenn man dann diese Aktien geliehen hat, verkauft, dann kriegt man das Geld davon, kann davon natürlich dann auch wieder eine andere Aktie theoretisch kaufen oder eine sichere Anleihe. Und wenn die Aktie zum Beispiel von 100 Euro auf 50 Euro fällt, dann kauft man sie zu 50 Euro zurück und kann sie dann dem er sie geliehen hat, wieder zurückgeben und hätte dann 50 Euro pro Aktie minus Leihgebühren von vielleicht 1 Euro, also 49 Euro Gewinn gemacht. Das Problem beim Short Sale ist, und deswegen sollte man das meiner Meinung nach wirklich nur machen, wenn man sich auskennt, und B, auch sehr vorsichtig sein, denn ich kann maximal 100% gewinnen, ja, die Aktie kann nur auf 0 Euro fallen, aber theoretisch kann ich unbegrenzt Geld verlieren, wie zum Beispiel bei Volkswagen der Fall ist, dass gab nicht genug Aktien und dann plötzlich geht die Aktie von, weiß ich nicht, 180 auf 1000 Euro hoch. Und das war dann für viele wirklich existenzvernichtend, hat sich ja sogar jemand umgebracht. Plus bei Short Sale profitiert man halt auch nicht von, sag ich mal, Aktien steigen ja im Schnitt jedes Jahr zwischen 3-9%, je nachdem, wie man das rechnet. Und man muss sich dann schon seiner Sache sehr, sehr sicher sein, wenn man gegen diesen Long Bias wettet. Plus man kann ja sogar recht haben in einer Sache, warum man short war. Aber wenn der Markt halt irgendwie im Momentum weiter kauft für 2-3 Jahre, dann ist das trotzdem sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen, wenn, sollte man das mit deutlich kleineren Positionen machen als auf der Long-Seite und halt nur bei meiner Meinung nach schlechten Aktien, schlechten Firmen, die hoch bewertet sind und dazu noch vielleicht vom Momentum gebrochen sind. Dann kann man das machen, gerade auch um sein Risiko im Portfolio zu senken. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, es gibt bestimmte Arbitrage-Trades, dass man zum Beispiel, es gibt zwei Tranchen von einer Aktie, die eine ist in England notiert, die andere in den Niederlanden und die eine ist irgendwie immer teurer oder derzeit unüblich mehr teurer, als es normal ist, dann kann man die shorten und die andere long sein. Das heißt, man hat kein Netto-Exposure. Oder ein Beispiel ist Naspers, denen gehört ein großer Anteil von Tencent und dieser Anteil von Tencent alleine ist deutlich mehr wert als die Marktkapitalisierung, dann könnte man einen Trade machen, Long Naspers, Short Tencent und hätte trotzdem auch kein Netto Exposure. Das ist sowas, was Hedgefonds machen, die am Markt neutral sind. Und die gehen dann oft Short-Wetten ein. Es gibt sogar Fonds, die nur Short-Wetten machen. Die haben aber insgesamt eine sehr, sehr schlechte Performance. Da natürlich in Bullenmärkten sie underperformen. Also wenn, sollte man marktneutral sein, aber nur in Ausnahmefällen netto Short. Das also kurz auf Deutsch erklärt zum Thema Short-Sell, Leerverkauf. Man verkauft Aktien, die man sich vorher leiht und man profitiert von sinkenden Kursen, indem man die dann später günstiger wieder zurückkaufen kann.